Meine Schwester ist magersüchtig, hat deswegen auch mega Streit mit unseren Eltern. Weil die sie zu einer Therapie überreden wollen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Bei uns geht's heute um Magersucht. Damit herzlich willkommen bei Bubbles. Du kannst für deine Schwester da sein. Du kannst sie ihre Probleme anhören oder mit ihr darüber reden, warum sie das überhaupt macht. Vielleicht ist der Grund, dass sie keine Therapie will, weil sie das Problem selber nicht sieht oder vielleicht auch, weil sie sich dafür schämt oder weil es irgendeinen Grund gibt, warum sie diese Magersucht hat. Stress von Mitschülern oder was auch immer. Wie kommen Essstörungen zustande? Das hat meistens einen Ursprung und zwar ein Problem. Das kann zum Beispiel sein Stress in der Schule, Stress in der Familie, Liebeskummer, irgendein Schönheitsideal. Man will irgendwie aussehen wie, was weiß ich, ich bin ja schon gut genährt. Da muss man einfach gucken, warum ist das jetzt so, wenn ich irgendwie eine Lustlosigkeit habe oder jetzt keinen Bock mehr habe zu essen. Vielleicht könnt ihr versuchen, da halt über diese Auslöser reden und vielleicht da versuchen, ein bisschen zu helfen. Nichts mehr zu essen ist auch eine Art selbstverletzendes Verhalten. Sie verwehrt sich ja quasi eine Ernährung. Magersucht ist, glaube ich, eine Krankheit, die sehr unterschätzt wird. Man sieht immer nur schlanke oder sehr dünne oder wahnsinnig dürre Körper, aber dass das im Tod enden kann, das finde ich, sollte man nicht verschweigen. Soweit ich das weiß, ist Magersucht immer so ein Bedürfnis, Kontrolle zu haben über irgendwas in seinem Leben, weil man merkt, man hat ganz viel Kontrollverlust und so das eigene Gewicht und das eigene Essen ist so das, was man kontrollieren kann. Und irgendwas geht in ihrem Kopf vor, wo du einfach für sie da sein musst. Du kannst ihr anbieten, ihr zuzuhören oder irgendwie was Schönes mit ihr zu unternehmen. Ganz wichtig ist, ihr dürft die Verantwortung der Person nicht abnehmen. Denn die Person muss merken, dass sie selbst für ihr Leben und ihr Überleben verantwortlich ist. Ihr könnt natürlich unterstützen und das ist auch sehr, sehr gut. Aber die Person muss merken, dass die Motivation aus ihr selbst herauskommen muss. Guck auch auf dich, weil diese Situation wird auch für dich nicht einfach sein. Und es kann auch sein, dass deine Eltern jetzt vorrangig natürlich erstmal auf sie gucken, verständlicherweise. Aber schau da auch, dass du nicht zu kurz kommst und such dir vielleicht auch außerhalb der Familie noch einen Ansprechpartner, damit du auch jemanden hast, der für dich da sein kann, mit dem du mal irgendwie quatschen kannst und den ganzen Frust rauslassen kannst. Weil diese Zeit ist auch für dich bestimmt eine große Belastung. Natürlich regen sich ihre Eltern auf, weil sie sich Sorgen machen. Die Eltern machen das ja nicht, weil sie böse sind oder sowas, sondern ja, weil sie krass Angst haben, ihr Kind zu verlieren. Per se ist ja so eine Therapie schon wichtig. Ja, aber ich stelle mir vor, dass folgende Situation ist. Die Eltern sagen, Schwester A, du machst jetzt bitte eine Therapie, du bist krank, vollkommen in Ordnung, aber wir kriegen das zusammen hin. Aber wenn du nicht in die Therapie gehst, dann könntest du an dieser Krankheit sterben. Dann sagt die Schwester A zu Schwester B oder zu Bruder B, ich will aber nicht und die machen jetzt Stress und sowas und die setzen mich unter Druck. Ja, und dann stehst du halt zwischen den Stühlen. Es geht ja nicht darum, irgendwie eine Seite zu nehmen oder sowas. Auch deine Eltern sind auf der Seite deiner Schwester. Sie sind nicht gegen deine Schwester, sie sind für das Leben deiner Schwester und haben Angst um das Leben deiner Schwester. Und Magersucht ist eine Krankheit, also scheint ja deine Schwester nicht wirklich einzusehen, dass es eine Krankheit ist und dass es ein Problem ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine Schwester das hätte oder ich ein Kind hätte und das hätte, dann würde mich das auch mega stressen. Aber ich weiß auch von einer Freundin von mir, die mal mit so Essstörungen gekämpft hat, dass je mehr Stress du diesen Personen machst, dass das eben auch verstärken kann. Fühl dich bitte nicht unter Druck gesetzt. Du musst jetzt nicht der Handeln oder der Dritte im Bunde sein, der sich da einmischt. Du kannst deiner Schwester helfen. Du kannst natürlich als Bruder sagen, hey, ich bin dein Bruder. Wie geht's dir damit? Wie siehst du die Sache? Geht dir das total auf den Sack? Kann man dir da irgendwie helfen oder gibt es ja irgendeine Möglichkeit. Das kannst du machen, du musst es aber nicht. Ganz ehrlich, wenn du sagst, hey, ich möchte mich da eher raushalten, dann ist das dein Recht. Es ist eine Sache, wo du ja zum Glück nicht so richtig mit drin steckst. Dieser ganze Konflikt und so hat ja mit dir eigentlich nichts zu tun. Also du musst dich da auf jeden Fall nicht irgendwie schuldig oder verantwortlich fühlen. Ich würde sagen, am besten so normal wie möglich weiterhin verhalten, weil das ist ein Ding zwischen deiner Schwester und deinen Eltern. Du bist einfach nur als Geschwisterkind für sie da, wie du es normalerweise auch wärst. Einfach zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich kann dir zuhören oder ich kann euch auch verstehen, aber ganz ehrlich, lasst mich bitte da raus, klärt das unter euch. Das ist, denke ich mal, der beste Weg, wo man auch mit keiner Partei irgendwie Stress bekommt. Ja. Vielleicht kann es deiner Schwester einfach helfen, wenn du dich etwas neutraler verhältst, weißt du, weil dann wird sie sich vielleicht dir auch eher anschließen wollen, als wenn sie weiß, wenn sie mit dir redet, dann kriegt sie die gleichen Sachen zu hören. Sagen, du hör zu, ich verstehe dich und ich weiß, dass du das nicht machen möchtest, aber das ist eine Krankheit und vielleicht kannst du es ja mal ausprobieren. So eine Therapie muss man ja nicht 5 Jahre machen. Ich zeige meiner magersüchtigen Freundin immer meine kleinen Speckröllchen, damit sie sieht, wie dünn sie ist. Kann ihr das helfen? Oh mein Gott, das ist so süß und so lieb von dir. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann sie sich erstmal glücklich schätzen, so eine gute Freundin zu haben wie dich. Ich finde, das ist total süß von dir. Das wird ihr leider nicht helfen. Also das ist ja das Problem an dieser Krankheit, dass man zu dick ist, obwohl man
nur noch 45 Kilo wiegt oder noch weniger. Nur weil du das an dir erkennst, heißt das nicht, dass sie das an dir erkennt. Sie sieht dich wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch von deinem Körper her, aber sich selbst schon. Das heißt, auch wenn du ihr deinen Speck zeigst, wenn sie sich vor den Spiegel stellt, sieht sie nicht ihre Knochen und wie dünn sie ist. Sie wird überall Fett sehen, auch da, wo gar keins ist. Das Selbstbild ist einfach verzerrt und da kannst du das noch so sehr versuchen, indem du deinen Speck zeigst. Das wird nichts bringen. Aber es ist gut, dass du für sie da bist. Das ist ja schon mal gut. Kann sich deine Freundin auf jeden Fall schon mal glücklich schätzen, dass sie dich hat. Und auch selten, dass man mal darüber reden kann. Ich habe mal den Spruch gehört und den fand ich ganz gut. Mädchen werden dünn, damit ihre Probleme sichtbar werden. Und es geht ja meistens um was ganz anderes bei einer Magersucht, als darum, dass sie nicht essen wollen, ursprünglich. Und deshalb vielleicht eher einfach da sein und der Person zuhören und auch mal fragen, hey, was ist denn los, was bedrückt dich? Das hilft schon ganz viel. Ja, ganz wichtig ist aber, dass ihr euch weiterhin um die Person kümmert, auch wenn sie wieder zugenommen hat, weil das ursprüngliche Problem ist immer noch vorhanden. Ihr könnt das so ungefähr sehen wie so ein Feuer, was man löscht und man denkt, okay, das Feuer ist gelöscht, alles ist gut, aber die Glut ist immer noch da und das Feuer kann immer wieder entfachen. Also unterstützt sie weiterhin, denn es ist kein Sprint, sondern eher ein Dauerlauf. Und wir sind Gott sei Dank mittlerweile in einer Zeit, wo Therapie nicht bedeutet, du hast eine vollkommene Vollmeise und bist am Rande der Gesellschaft angekommen, sondern es ist einfach ganz normal. Ich gehe zum HNO-Arzt, wenn ich Schnupfen habe, und ich gehe zum Psychologen, wenn ich quasi ein innerliches Problem habe. Und dann kann man das ja vielleicht auch vorschlagen. Oder dass man da jemanden hinbringt und jemanden abholt. Wenn man dann eine gute Freundin oder einen Freund hat, der das für einen erledigt und der dann mit Respekt und Verständnis rangeht, dann könnte das was werden. Wenn ihr noch Themen habt, die euch irgendwie interessieren, die wurden noch nicht behandelt, dann schreibt die doch einfach mal in die Kommentare oder als Mail an babels@funk.net. Und Anlaufstellen zu verschiedenen Themen findet ihr bei uns in der Beschreibung des Videos.